Hallo ihr Lieben, heute gibt es Steckrübeneintopf. Steckrüben schmecken nach Heimat, nach Kindheit, jedenfalls nach Berliner Kindheit. Gibt es bei uns im Winter rauf und runter, ganze Familie liebt es. Wir brauchen eine schöne große Steckrübe. Wird total unterschätzt, voller Kalium, Calcium, Magnesium und Beta-Carotin. Ein paar Möhren, zwei Hände voll Kartoffeln, eine große Zwiebel, bitte keine Tiefkühlzwiebel in dem Fall. Die würde jetzt nicht schmecken, ja? Die Mühe müssen wir uns jetzt machen. Geht aber bei einer großen Zwiebel schnell und wir lassen sie in schönen großen Stücken. Haben also nicht viel Arbeit. Etwas Butter, ich nehme ganz gern gesalzene Butter, Salz oder ich habe jetzt hier, da ist Salz mit ein bisschen Pfeffer und Paprika, so ein fertiges Würzsalz. Gemahlenen Kümmel finde ich wunderbar dazu, besser als die Körner, die würden sich meine Kinder jetzt rauspicken, also gemahlenen Kümmel. Und du kannst das Gericht so lassen oder ich habe jetzt hier noch so Cocktail, kleine Wiener, die gebe ich am Schluss dazu. Du kannst auch eine Wiener in Scheiben schneiden und am Schluss dazu geben oder mit Speck geht es auch, das Gericht wunderbar. Ja, ich mache jetzt hier so kleine Geflügelwiener rein am Ende. Lass uns starten. Die Steckrübe schälen, dafür bitte keinen Sparschäler verwenden, sondern ein normales Messer, denn die Steckrübe muss ein kleines bisschen dicker geschält werden, da unter der Schale holzige Stellen sein können. Und dann in mundgerechte Stücke schneiden. Danach die Möhren schälen und in gleich große Stücke schneiden. Und dann die Kartoffeln schälen. Und ebenso in gleich große Stücke schneiden. Die Schüssel neben den Herd stellen. Und jetzt kümmern wir uns um die Zwiebel. Weiter geht's am Herd. In einem schönen großen Topf die Butter erhitzen. Die Zwiebeln dazugeben. Sobald die Zwiebeln glasig sind, das ganze Gemüse dazugeben. Ganz leicht drin rumschwenken, alles miteinander vermengt wird. Gewürzsalz dazugeben, auch schon Kümmel dazugeben. Dann Wasser angießen. Ich nehme dafür kochendes Wasser, dann spare ich mir Erhitzzeit im Topf. Zwischendurch ruhig einmal umrühren. Nach circa 25 Minuten, da zerfallen so ganz leicht schon die Kartoffeln, das dürfen sie auch. Das ist ja dann dieses Sämige vom Eintopf. Ich werde jetzt die Würstchen dazugeben und noch so ein bisschen unterheben und die dürfen ruhig noch mal ein bisschen mit warm werden, mit köcheln. Noch mal ein bisschen Deckel drauf. Fertig. Da freue ich mich jetzt drauf. So, lieber Micha, komm essen. Wenn du mehr willst, ist es ganz viel da. Das kann passieren. Sieht sehr schön aus. Lecker. Ihr Lieben, ganz viel Freude beim Ausprobieren oder
beim sich schmecken lassen, beim sich zu Hause fühlen. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Ciao, tschüss.